Die größten Fehler zur Wahl des Basegates. Was kann passieren, was kann schiefgehen, erkläre ich jetzt schnell mal in diesem Video. Das Video gehört zur Serie Turbolader einfach erklärt. Ich bleibe bei einfachen Erklärungen, keine hochtechnischen, komplizierten Erklärungen. Wenn euch das Video gefällt, unten in der Beschreibung ist der Link zur kompletten Playlist. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch die anderen Videos auch anschaut, unseren Kanal abonniert und dem Video ein Like gibt, wenn es euch gefällt. Das Wastegate leitet die Abgase um die Turbine rum. Jetzt kann es passieren, dass der Motor zu viel Abgase produziert und das Wastegate effektiv zu klein ist. Das ist der Punkt, warum ich von einem internen Wastegate auf ein externes Wastegate gehe. In dem Moment, wo ich durch diese Öffnung hier nicht mehr genug Abgase durchbekomme, passiert nämlich Folgendes. Es passiert ein Staudruck in diesem Bereich des Kanals von dem Wastegate, da wo die Klappe sitzt. Und durch diesen Staudruck, ich sage jetzt mal, ist das maximale Volumen, was herumgeleitet werden kann, um die Abgaswelle erreicht. Und dann fängt es an, dass mehr Abgase wieder auf die Welle gehen. Und das Phänomen, das haben sehr viele, ist nämlich das, der Turbolader baut den Ladedruck auf, hält den Ladedruck mit der Drehzahl und umso weiter die Drehzahl steigt, fängt plötzlich der Turbolader an, noch mehr Ladedruck aufzubauen. Warum passiert das? Es gehen hier nicht genug Abgase durch. Per se, das externe Wastegate ist zu klein und ich kriege durch diese Öffnung auch nicht mehr genug Abgase durch. In der Regel, der häufigste Fehler, zu klein gewähltes Wastegate. Das Wastegate kann aber auch zu groß sein, weil wenn es zu groß ist, ist es zu träge. Ganz einfach kann man sagen, großvolumiger Motor, viel Abgase und ich möchte wenig Ladedruck oder habe einen kleinen Turbolader, brauche ich ein großes Wastegate. Habe ich einen recht kleinen Motor und schöpfe das volle Potenzial des Turboladers aus und habe dadurch möglichst viel Leistung, brauche ich ein kleines Wastegate, weil ich will eigentlich fast alles auf der Abgaswelle haben. Was häufig noch ein Problem ist, was viele vergessen beim Krümmerbau, die Position des Wastegates. Da, wo die Krümmerrohre sich zusammenführen, muss das Wastegate sitzen. Es bringt nichts, wenn das Wastegate an drei von einem Rohren von einem Sechszylinder oder an zwei Rohren von einem Vierzylinder oder vielleicht auch an fünf Rohren von einem Sechszylinder montiert ist, weil ich dann nicht alle Abgase ableiten kann von allen Zylindern. Dann habe ich genau das gleiche Problem, der Ladedruck steigt nach oben. Das heißt, die Wahl der Position, also die Wahl der Größe des Wastegates, die Positionswahl des Wastegates sind entscheidend für die richtige Funktionsweise. Am einfachsten ist natürlich die Kombination internes Wastegate, bieten aber leider nicht alle Turbolader bis zu jeder Leistungsgröße an. Ja, ich hoffe, das Video konnte euch einen kleinen Eindruck in das Thema Wastegate falsch positioniert, falsch gewählt geben. Und bis zum nächsten Video.